Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Aquarian Skies 2 mit mir, der Jessie und dem Mitch. Hallo. Ja, komm mal. Ich gehe ja schon. Bisschen Ich nah verschwinde auch mal gleich ran. ganz schnell. So, tschüss. Tschüss Mitch. Ja, der Mitch hat mir hier eine neue Fläche angelegt für einen neuen Mod. Von Ja, Mensch, erzähl doch daher. erstmal, dass du wieder da bist, dass du wieder aufnimmst. Ach ja. Ne? Du steigst einfach schon direkt in die Folge ein und sagst ja gar nicht, was hier los ist, ne? Dass du aufnimmst. Ja. Gut. Ich wollte mal wieder. Ich hatte mal wieder Lust aufzunehmen. Und auf den Mod hatte ich mich schon vor meiner Babypause vorbereitet. Nur dann ging das halt nicht mehr. Und jetzt will ich ihn endlich vorstellen. Nämlich Botania. Yeah. Nee, da war nicht. Und da ist er. Wir wollen uns da ein bisschen durchbasteln. Und dazu brauchen wir zuallererst Blumen. Ja, Blumen. dieser Mod hat halt damit zu tun, eine Mischung aus Natur und Magie, würde ich mal so sagen. Wo Ja, man magische halt, Natur. Ja, das trifft's. ja, und keine Angst, nein, Soundcraft haben wir erstmal beiseite gelegt. Ja. Da habe ich ja so extremst gefehlt letztes Mal und ich komme da auch irgendwie nicht weiter. Moment, ich habe jetzt gesagt, Schnauze voll von Soundcraft. Ja, ich weiß auch nicht, da Genau. muss ich mich vielleicht irgendwann nochmal mit auseinandersetzen, vielleicht auch nicht, keine Ahnung, vielleicht schmeiße ich den Mod auch über den Haufen. Genau. Ich habe vielleicht auch schon ein paar Fehler entdeckt, aber da werde ich dann offscreen weiterarbeiten und rausfinden, vielleicht, wie wir weiterkommen. Ja, und ich will euch mal was Tolles zeigen. Ich habe hier nämlich einen tollen Dünger. Der macht uns nämlich diese schicken Botania-Blumen. Das hier ist jetzt eine mystische Magenta-Blume. Das ist eine mystische schwarze Blume. Gibt es halt in allen ma normalen Minecraft-Farben auch. Wie halt auch die Schafe. 16 Stück an der Zahl. Kann euch auch gleich mal kurz zeigen, wie der gemacht wird. Hat sich nämlich vorbereitet. Ich hoffe, der Mitch hat mein Rezept nicht gelöscht. Oh. Nein, ist noch da. Da ist es. Ach so, ja, in der Workbench, da bin ich selten dran, also. Genau. Für den Floral Fertilizer. So heißt der nämlich. Den kann man ganz einfach aus Dandelion und Rosrett und Knochenmehl machen. Rosenrot. Genau. Fang bloß nicht an zu singen hier. Nee, ich heiße doch nicht Jove. Stimmt. Der ist doch hier unser Singstar. Yeah. So, und wieso wir diese ganzen schicken Blumen brauchen? Wir brauchen weiße Blumen. Hier war jetzt mal gar keine weiße bei, wie ich gerade mal so festgestellt habe. Das Gute ist, ich habe ja schon ein bisschen offscreen vorgearbeitet. Da waren nicht weiße bei. Also. Jetzt gerade am Überlegen, vielleicht kannst du mir da helfen, Was denn? weil ich lege doch hier so ein neues Feld an, aber dafür brauche ich ja Ja. gar keine Crockstix, ne? Ich komme mal zu dir. Was für ein Feld brauchst du denn? Ja, ich war jetzt gerade am Überlegen, ich wollte ja hier Bitte. nochmal einen neuen Bereich anlegen, weil wir brauchen ja mehr automatisierte Farmfläche. Ja. Das heißt, ich wollte ja zum Teil, sage ich mal, als Beispiel, wir wollen jetzt ganz viel Toast herstellen für den Culinary Generator. Oder ganz viel Redstone-Roden, also quasi Redstone. Dann wollte ich hier eine extra Fläche für anlegen. Aber Ja. für die Bäume können ja, die können ja normal angepflanzt werden. Also Ja. ich mache jetzt, was meinst du, 50-50? Quasi, dass wir eine halbe Baumfarm machen und eine Eine halbe halbe Fläche für Baumfarm. andere Dinge. Ja, das finde ich gut. Jo, gut, das wollte ich nur Jo. wissen, so deine Meinung dazu. Okay. Sieht ja schon ganz schön cool aus hier, ne? Jo. Tick. Aber genaueres erzählst du uns dann nachher, wenn du fertig bist, oder Ja, wie? ich kann dann ja noch mal ein bisschen zeigen, wie ich das Ganze verkabelt hatte und so, aber Jo. der Aufbau an sich ist ja bekannt. Also, das habe ich ja schon mal gezeigt, wie man sowas Gut. macht. So, wir schnappen uns jetzt unser Botania-Lexikon. Da ist es. Wir müssen nämlich was bauen. Basic. Da sollen wir hin. Vorstellung. Lassen wir mal. Hier sind nochmal alle Flowers. Hier ist auch noch der Fertilizer. Da kann man dann halt das alles nochmal genau nachgucken. Man kriegt halt aus jeder Blume zwei so eine Petals raus. In der entsprechenden Farbe. Man braucht den hier, den Mortar und Pestel, um aus den Petals Puder herzustellen. Ja, das hier ist halt der Fertilizer, das Grundrezept dafür. Da ist auch nochmal das abgebildet.
Ganz schön bunt hier. Ach, man kann auch Blöcke machen aus den Petals. Und was auch toll ist, man kann mit diesem Farbstoff aus den Blumen kann man auch die Wolle färben. Was man sonst ja nicht machen kann. Stimmt. Also ich weiß jetzt sonst keine andere Art, wie man das machen kann. Direkt fertige Wolle kann man dann färben. Genau, fertige Wolle. Oh Mann, hier wuchert schon wieder Unkraut. Wenn man hier nichts gesät hat, dann wuchert hier bei den ganzen Crocsticks direkt Unkraut. Ah, ich muss mir Genau. schnell eine Harke bauen und überlegen, was wir hier anbauen. Ja, mach das mal. Was soll ich jetzt machen? Genau, ich muss die Petals hier machen. Und ich brauche die mystische Apotheke. Dafür brauche ich Steine und Slabs. Die habe ich natürlich vergessen. Ich flieg mal kurz. Jojo. Hast du gerade eine Idee, was wir anbauen können? Was wir unbedingt brauchen? Sag Was wir mal, bräuchtest unbedingt du jetzt von brauchen. den Blumen noch mehr? Zum Färben oder so? Brauchst du da von den Pesteln oder irgendwie so noch für später noch was? Oder? Boah, weiß ich nicht. Wir färben ja sonst nie Wolle. Also bisher haben wir es ja noch Nö, nicht aber gebraucht. jetzt, ich meine hier für den Dünger zum Beispiel. Weiß ich nicht. Ach Ist so. der sehr wichtig nachher? Ja, ne? Für ein paar Schon. Rezepte schon. Ja, Pass aber mal ich habe hier auf. unten ein Feld mit Rot und Gelb. Ja, die kannst du anpflanzen. Ja, sonst Genau. werde ich hier mal ein paar von den Poppys anpflanzen. Das machen wir mal. Mach das mal. Das ist eine gute Idee. So, zurück zur Apotheke. Genau. Und zwar brauche ich Slabs, den hier und ein Petal meiner Wahl. Gut, nehme ich jetzt nicht mal die weißen, weil die weißen brauche ich. Gleich noch. Dann machen wir das Ganze so. Nein, das war jetzt falsch. Wieso geht das nicht? Weil Was da funktioniert Slabs nicht? hin sollen. Hier sollen Ah, Slabs vertauscht rein. Rezept, ne? Ja. Mhm. Genau, da sollen Slabs rein. Da ist er. Sag ich doch. Vertauscht. Oben mit unten Ein vertauscht. kleiner Brunnen. Sieht so Genau. zumindest aus wie ein Brunnen, finde ich. Ja, finde ich auch. Apropos Brunnen, ich brauche Wasser. Ich habe sogar einen Eimer mit. Das ist sehr gut vorbereitet. Yeah, da gehe ich zu meinem Wasser. Und mein Wasser ist da. Das war jetzt suboptimal platziert, glaube ich. Sekunde mal. Wir bauen den mal um. Nicht, dass das nämlich rauskommt und das genau nach unten fällt. So eine Scherze kenne ich schon. Nee, nee, nee. Einmal umstellen, bitte. Wenn mir es nachher nicht mehr gefällt, kann ich es ja immer noch mal umbauen. So. Jetzt will ich eine folgende Blume herstellen. Wir brauchen eine Pew Daisy. So, jetzt gehen wir mal zurück hier. Komplett zurück. Da ist sie. Da wäre auch die Apotheke nochmal gewesen hier. Dicke Sache schon. Naja, fast so. Wir brauchen die Pew Daisy. Um Living Wood and Living Rock hinzukriegen. Man stellt die einfach so da rein. So, Sekunde. Da ist sie. Pure Daisy. Man braucht die weißen Petals, 4 an der Zahl. Schmeißt sie in diesen Apple Terrier rein. Und noch ein Seed. Da stand er jetzt nicht bei, witzigerweise. Ja, das konnten wir auch dann nur herausfinden, weil wir ein sehr schönes Tutorial gesehen haben von dem Direwolf 20. Ich weiß nicht, ob ich den schon mal erwähnt habe. Aber der macht wirklich ganz tolle amerikanische Tutorials. Also man muss sich schon des Englischen mächtig sein, um das zu verstehen. Aber er erklärt das super einfach. Ja, Also. das ist, finde ich auch. Er macht das echt toll. Ja, man kann ja auch mal die Quellen nennen, wo wir unsere Informationen herholen, weil wir wissen ja auch nicht alles. Ne? Es gibt zwar ein paar Genau. Mods, mit denen man sich gut auskennt, aber wiederum gibt es ja so viele Mods, gerade auch für diese Minecraft-Version, die 1.7.10, sind ja Massen an Mods verfügbar. Ja. Da weiß man halt nicht alles. So, ich esse meine Suppe. Ja, wie ihr gerade gesehen habt, ich schmeiße jetzt einfach diese Petals rein. Und dann noch den Seed und gibt einen schönen knallbunten Effekt. Und schon habe ich meine Pure Daisies. Ich habe auch zwei gemacht gleich. So, jetzt stelle ich die hier hin.
und umrande sie mit. Nein, nicht draufstellen. Umranden, habe ich gesagt. So, geht doch. Und natürlich auch noch mit Holz. So. Tada. Jetzt braucht das einen kurzen Moment und dann verändert sich das. Ihr seht schon, das glitzert wieder so schön hier. Eindeutig ein Frauenmod. Mal so nebenbei. Ich finde schon, oder? Guck doch mal hier rüber. Ja, Partikeleffekte sind schon cool, muss man allgemein mal sagen. Ja, gut, das stimmt. Bisschen mal was anderes als diese eckigen Blöcke hier immer in Minecraft. Dass man mal ein bisschen sieht, Bewegung im Spiel, das ist immer gut. Ja, gut, das stimmt. Von dem Aspekt her, ja. Mann, ich glaube, es dauert noch einen Moment. Ich komme mal rüber zu dir. Das mach mal. Kann ich ja sonst, ja. So viel Spannendes habe ich noch nicht geschafft. Ich bin jetzt noch gerade dabei, dass ich hier das klassische Prinzip mache, dass ich mir eine Poppy Seed hochgezüchtet habe. Und von da aus, kannst du dir mal zeigen, hier von der Ecke aus, das ist eine 444 Seed. Also ich hätte jetzt natürlich noch auf 10, 10, 10 hoch bringen können, aber ich habe gedacht, das müsste auf jeden Fall reichen. Wir haben ja schon sehr, Ja. sehr viele jetzt, die hier rauskommen. Und dann das einfache Prinzip, dass ich hier quasi diese gekreuzten Stangen immer überall verteile. So, und dann entstehen hier rundherum auch vierer Poppy Seeds, ohne dass ich die alle per Hand pflanzen muss. Das ist relativ einfach. Das ist auch gut. Ja, kann ja sonst noch mal hier unten zeigen, wenn das eh noch ein bisschen dauert, was ich hier noch gemacht habe oder meine Idee hier hinter sind. Man sieht hier, man hat den normalen Harvester, der halt eben Pflanzen und auch Bäume abbauen kann. Der hat zum einen einen Ausgang zum Sludge, also quasi Gülle. Dann hat er hier hinten eine Energieversorgung dran. Auf der linken Seite, da sind vier verschiedene Caches. Da werden nur Dinge eingelagert, die ich ausgewählt habe. Ich habe da unten nämlich noch Filter verteilt, wo man sagen kann, ach, hier kommt nur Rosenrot, da kommt nur, weiß ich nicht, Äpfel, Bäume, Holz, was man halt so hat. Ne? Ich pflanze jetzt hier in diesem Fall Oak Sapling an, da fallen ja auch ein paar Äpfel ab. So, dass das halt auch sortiert wird, weil der Rest an Plunder soll quasi hier in diese Doppelchest reinfallen. Ein So, also, Plunder. ja, im Moment ist es noch nicht so 100% funktionierend, das System, weil hier links hat einmal Rosenrot einsortiert, rechts auch schon. Aber das wird dann natürlich noch ja, richtig eingestellt und das kann man halt machen. Wir können ja mal sonst kurz runterfliegen und uns das einfach schon kurz anschauen. Hier unter sind ein paar Filter verteilt. Ja. Ja, du musst hier einmal hochfliegen. Direkt unter den Caches zum Beispiel, da ist Ah, ein ja. Filter. Da sagt er als Beispiel Whitelist da, was da nur durch darf. Da kann ich jetzt sagen, da mache ich jetzt einfach Rosenrot rein oder was auch immer. Dann kann in den Cache nur Rosenrot rein und halt jetzt sage ich mal in die Kiste darf halt alles rein außer. Ne, da habe ich jetzt zum Beispiel eine Blacklist gesagt, also außer das und das und das. So kann man das quasi so ein bisschen sortieren, Okay, ja. händisch. Ne? Ne. Das Aber wie ist gesagt, es schön. muss halt noch alles eingestellt werden. Jetzt geht es ja erstmal darum, ich werde jetzt erstmal ein bisschen noch weiter züchten und zusehen, dass das Feld hier schön rosenrot wird. Mach das mal. So, und ich guck mal. Ja, das sieht gut aus. Ja, yeah, hat sich was Oh ja, getan hier. Living Rod und Wood. Genau. Da ist er. Schick. Machen wir gleich nochmal eine Tour davon, weil wir brauchen recht viel dafür für den Mod. Oh, falsches Werkzeug zum Abbauen. Mal gucken, ob das geht. Ja, geht. Manchmal steht da oben ja, welches Material ich brauche, aber das geht scheinbar immer. Sehr schön. Mit meinem Aufräumzwang. Das habe ich da schon weggepackt. Warte nochmal. Ja, was mir gerade so aufgefallen ist, ich muss auch wahrscheinlich diesmal noch ein Planter bauen, weil die Seeds werden ja quasi abgeerntet und wieder neu gesetzt, aber die Setzlinge nicht vom Baum, Stimmt. für die Holzproduktion. Da muss ich mir nochmal was einfallen lassen. Also entweder macht man das per Hand, was natürlich auf Dauer echt nervig ist, Ja. ja, was wir auch nicht machen wollen, das soll ja schon komplett automatisch ablaufen. Stimmt. Sehr schön. Ja. Und zwar, ich wollte
noch was herstellen. Wir haben ja jetzt das tolle Living Wood und daraus wollte ich einen Zauberstab herstellen. Jo, das mache ich auch. Ich will noch einmal kurz die umändern. Wir brauchen noch ein paar mehr Petals im Laufe der Zeit. Werdet ihr auch gleich noch sehen. So, jetzt gehen wir mal aus dem Botaniker-Lexikon und gehen zum Altar, nicht zum Altar, zum Wand of Forest. Den brauchen wir nämlich jetzt. So eine Art Zauberstab ist das, ne? Also ich greife dann jetzt mal vor, soweit ich das jetzt verstanden habe, kann man damit jeden Fall verschiedene Dinge kontrollieren. Nachher den Mana-Fluss, also Mana ist da die Einheit bei Botanica, wenn du das noch nicht erzählt hattest. Nee, hatte ich noch nicht. Genau. Und ich muss halt jetzt aus diesem Living Wood Zweige herstellen. Und ja, ich kann den mit zwei Petals meiner Wahl färben. Und dann habe ich einen individuellen Zauberstab. Ah, cool. Ja, ich glaube, ich nehme Gelb und Beachgrün. Passt wenigstens farblich zusammen. Oh, uns geht jetzt aber auch wirklich das Holz hier komplett aus. Ich verbrauche gerade das Letzte. Oh. Ja, ich werde mal dafür sorgen, dass hier unsere Baumfarm so langsam in Gange kommt. Und das Holz dann. Brauchst du es noch in der Reihenform? Wahrscheinlich schon, ne? Ein paar von den Oakwoods. Ja, ich habe ja noch ein bisschen was. Okay, du hast noch was. Das heißt, So. ich kann das Ganze mal in die Sorten schmeißen. Genau. So, und ich habe jetzt meinen Wand of Forest. Hattet ihr ja gesehen, hier einfach drei Zweige hin und einen gelben sieht man ja jetzt noch hier am Wand, einen gelben und einen grünen. Jetzt habe ich so einen schicken gelb-grünen Wand of Forest. Ja. Oh. Schön, mein Holz ist schon wieder fertig hier. Kommst du dann voran so mit den Quest her? Guck mal kurz rein. Ich glaube, bis auf den Apothecary habe ich noch nichts geschafft. Was heißt noch nicht geschafft, ne? Es dauert ja auch ein bisschen. Oh. Ja, ich musste ja erstmal hinkommen. Oh ne, doch ein bisschen mehr. Sekunde, ich guck mal. Kannst ja schon mal ein bisschen was abholen. Ja, das ist eine schöne Idee. Das mache ich auch sofort. Oh, da ist auch was zugekommen, sehe ich gerade. Ja, du solltest vielleicht auch mal die Boxen ausschalten, wenn du aufnimmst. Ich mach sie mal aus. Sehr Scheiße. professionell, sehr professionell. Scheiße. Nein, das passiert. Mein Auf Gott, nicht alles so schlimm. geachtet, das Fenster ist zu und so Ja, weiter. wir Telefon schwitzen ist uns raus. hier sonst was ab. Das ist Oh, so heiß hier in der guck mal, Bude. du kriegst sogar Wand of Forest geschenkt. Cool. Ja. Dann kriege ich auch meinen eigenen Zauberstab. Genau. Willst du den Reward back oder sollen wir das Herz nehmen, was wir eben nicht brauchen? Ne, 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 immer Reward Bags. Solange wir genug Herzen haben, würde ich sagen Reward Bags, auch wenn sie meistens Müll sind, aber her damit. Ja. Cool, wir müssen jetzt einen Mana Pool craften und Solarpower. Wir brauchen hier die Dayblooms. Das ist doch cool. Wir gucken Unsere mal. Energiequelle, ne, fürs Mana of the Genau. Dayblooms. Die heißen Energie. wirklich Blooms, Ja. oder Blumen. Nicht Day Bloom oder Blume. Blumen. Ja, ich kann es dir mal zeigen hier im Blumen? Blumen? Blom. Ja, Blumen. Blom. Blumen. Wie auch immer. Wie auch immer, genau. Mir egal. Ich vergrößere mal deine Kiste Whatever. für die hier komischen Princess-Dinger Ja. da. Ach, verdammt, kein Holz. Das Da mach ist auch mal. noch Holz. Weil ich habe jetzt nämlich schon wieder hier Bienen gekriegt. Kannst du ja sonst hier hinten noch Holz aus der Sawmill-Kiste rausholen? Ja, nee, da war noch. Ich hatte noch ein bisschen von dem Dschungelholz. Okay, ich lege mal ein bisschen was nach. So. Direkt. Ich würde sagen, in unser AE-System, ja, ne? Ja, Vielleicht mach auch ein das mal. bisschen was noch hier in unser, ja, in die Storage Drawer. Da kann ja auch noch ein bisschen was reingelegt werden. Da nimmt man ja auch ab und an mal was raus. Ja, auf jeden Fall. So. Mache ich noch ein bisschen Holz dazu? Ja, ich mache noch ein bisschen Holz dazu. Will jetzt auch Nummer sicher gehen. Mensch, ich komm mal rüber. Nicht, dass mir jetzt ausgeht hier. Das wuchert hier vor sich hin bei mir. Wuchert vor sich hin. Das ist doch Ja. toll. Ah, der Brunnen steht. Ja. Du hast die Pure Daisy. Stimmt, die brauchst du ja auch schon dafür. Sehr schön. Genau.
So, und dann hast du hast ja den Zauberstab denn schon. Na? Ich habe meinen Zauberstab. Ah, Du cool. kriegst deinen auch. Komm mal her. Ja. Bist du denn da? Da, the Wand of Cool. Forest. Aber ein Wie sieht's lila denn Wand. aus? Wollen wir jetzt mal so ein Wand, hier so ein Mana-Pool bauen, oder? Da wollte ich Ah. gerade hin. Zum Mana Pool und zu dem Mana Altar. Spreader. Müssen wir beides bauen hier. Ja, genau. Da sind wir. Beim Ja. Mana Pool, beim Mana Ja, einmal Spreader. der Speicher quasi und der das Mana aufnimmt und Ja. verteilt. Sozusagen. Dann gucke ich Kann ich dir da mal. irgendwie assistieren? Wir brauchen auch den Runik-Altar noch. Sehe Ja, ich gerade. aber es ist später. Also das kommt später nachher. Da brauchen Ja. wir den Mana-Pool, wir brauchen Mana, wir brauchen diese Mana-Blume, weil die ist ja sowieso wichtig. Wir wollen ja irgendwo unser Mana speichern, aber Ja. wir müssen es ja auch erstmal produzieren. Ja, genau. Wir brauchen erst die Blume, das stimmt sogar. Ja, der Mana Pool ist sehr einfach. Jedenfalls der erste. Für den zweiten müssen wir den Mana Pool in einen anderen Mana Pool schmeißen. Zum Beispiel gleich einen zweiten. Mit Mana schon drin. So, einmal kurz. Diese Day Bloom brauchen wir ja Jetzt gucken wir dafür. mal, was wir für die Dayblume brauchen. Müsstest du einmal zurückgehen. Genau. Generating Flora. Ja, Ja. also du musst ja, Dayblume, genau, da ist sie. quasi generating, also alles, was mit Generierung von Mana zu tun hat. Und dann gibt es noch einen Unterpunkt Functional. Genau, Da werden Funktionsblumen. alle Dinge rein notiert, die man dann mit dem Mana machen kann. Ja, ach, Genau. so ist ja nochmal schön gezeigt, wie man Ja. die Blumen platzieren soll. Genau, gut und In einem schlecht. Schachbrettmuster. Also wir brauchen gelb, orange und hellblau. Zweimal gelb. Hast du das alles da? Ja, gelb habe ich noch da. Muss ich nur umändern und orange auch. Kannst ja gleich ruhig ein bisschen mehr machen. Also Ja. wir werden wohl doch noch mehr brauchen von denen. Also 2, 1, 1. So, auf jeden Fall noch ein bisschen mehr. Auch noch gelbe mehr. Du kannst ein bisschen hier Dinger rumdüdeln. Ja, mal her damit. Ist in der Kiste drin. Ah, und ich brauche immer Wasser. Das hatte ich ganz vergessen. Vielleicht sollten wir Ah, uns Wasser. hier auch noch eine schöne Wasserquelle hinsetzen. Ja. Wäre gar nicht schlecht, weil ich renne jetzt immer in die Küche. Ja, dass wir uns hier direkt auch eine Versorgung machen. Oder wir können mal gucken, ob wir vielleicht sonst das auch, ja, weiß ich nicht, dauerhaft vollpumpen können. Vielleicht geht das ja auch, wenn wir hier unten, wenn man das jetzt automatisiert hier mit einem Aquarius-Akkumulator. Müssen Könnte wir man mal schauen, ob das ausprobieren. funktioniert. Ich weiß nicht, ob das kompatibel ist miteinander. Könnte man mal sehen. Da ist sie, die erste Oh, Dayblume. da ist doch irgendwas gerade hochgegangen, oder? Zumindest gab es gerade eine Explosion Ja, als. das war meine. Ah, okay. War die schicke Blume hier. Da ist sie. Cool. So, und da können wir jetzt ja, glaube ich, mit dem Genau, jetzt gehe Mana ich mal unten Worn auf den aufhalten. Wand und dann sehe ich den Status der Blume. Noch Also ist sie quasi, wie viel unbekannt. Mana sie schon produziert hat. Genau. Und Und die ich. Leiste füllt sich dann Ja. halt, je nachdem, wie viel drin Solange, ist. ja, ich sag mal, die füllt sich dadurch, dass es wie eine Solarenergie, könnte man das Ja, vergleichen. Eine genau. Solarzelle, so. Eine Mana-Solarzelle. Man muss das immer mit Rechtsklick aktualisieren. Also man muss immer wieder Genau. rechts raufklicken mit dem Wand, Ja, damit man den das aktuellen meine Status ich. sieht. Er ist schon fertig. Das heißt, hast du noch mehr Blumen gemacht? Noch nicht, ne? Nee, noch nicht. Ich wollte dir erstmal zeigen. Ja, okay. Weil sonst würde ich sagen, bauen wir jetzt noch hier irgendwie einen Mana-Pool hin oder sowas. Wäre ja ganz cool, wenn wir das auch noch mal demonstrieren können. Ja, warte, ich schmeiß ihn dir mal. Da sind sie. Ja. Und dann brauchen wir noch diesen Mana Spreader. Ja, Ach, ich setze mal das, du sollst auch gerne bauen. den Pool setze ich Wenn du mal möchtest. hier daneben. Da ist die Blume. Ne, hier in die Luft nicht. Ich weiß nicht, warum er den jetzt in die Luft gesetzt hat, aber da muss wohl ein Abstand zu seinem zum Das Petal kann sein, zu sein. dem Brunnen. So, ja. Der Apothekary. Ja, da muss auch wieder Wasser rein. Mana Pool muss Wasser rein? Nee. Ach so, nee, das stimmt. Da kommt ja das Mana direkt rein, ja. Und Genau, wir brauchen da. jetzt aber diesen Spreader, damit er quasi das Mana von den Blumen auch, ja,
Da ist uns gerade Minecraft abgeschmiert. Sehr schön. Jetzt, yes, ich wollte eine Blume platzieren. Ich wollte gerade erklären, dass wir den Mana Spreader bauen, der quasi per Wireless-Funktion das Mana von den Dayblooms überträgt an den Deleted Mana Pool. Genau. Deleted, deleted. Ach, an den Mana Pool, so, ganz einfach. Richtig. Damit ihr auch sehen könnt, wie das Ganze funktioniert. Jetzt musst du doch mal den Mana Sprayer bauen, ne? Ja, oder willst du den bauen? Nö, nö, mach du mal, sonst schmiert mir das nachher gleich noch ab. Ach so. Mann, schon wieder ganz viele Da ist er, der Mana Dinge Spreader. abgeschlossen, aber. Ja, ich bin Ach, guck sofort. mal, wir müssen nämlich den Mana Pool nämlich auch bauen, also die verbesserte Variante, die Tech 2 Stufe Ja. und dann den Mana Spreader. Genau. Ich brauche Holz, ein Petal. Magst du ein Gold holen? Jo, geh Das los. wäre schön, Bin danke. unterwegs. Also gut, dass ich nur Holz habe. Jo, Moment. Nochmal wieder. Einmal nochmal wieder den Ton ausgeschaltet. Wir mussten nochmal schnell in die Aufnahme reinhören. Und mal wieder die Boxen angelassen. Mann, ey, heute war auch wieder Profi-Arbeit Ach, verdammt. angesagt. Ja, wie man gerade gesehen hat, ich habe Sehr irgendwie Sachen professionell. aus dem Crafting Table geschmissen. Ja, wenn, dann geht aber auch alles schief. Das ist so. Richtig, wenn dann Nein. richtig schief gehen. Nicht So, nur so mal halb. gucken. Bin ja mal gespannt, ob das jetzt So, funktioniert. wo ist das Ding? Da ist Das das ist dann Ding. ja auch für uns das erste Mal, dass wir das Ding bauen. Yeah! Der scheint Moment. was zu machen. Lädt er sich auf? Unknown Status. Ja, der Mana Spreader verteilt ja auch sein Mana. So, Minecraft, die dritte Action. Ja, uns ist es wieder abgeschmiert. Anscheinend gibt es wohl irgendwelche Probleme mit dem Botania-Mod. Immer wenn wir den Mana-Pool anklicken oder den Spreader anklicken, also sobald beide gesetzt sind und sich miteinander verbinden, schmiert uns das Spiel ab. Wir konnten es ja zum Glück noch schnell abreißen. Ja, gute Frage, wie es jetzt mit Botania weitergeht. Ne? Ja, Jesse? müssen wir mal gucken, ne? Ja, wir überlegen uns was. Wir werden es euch dann in der nächsten Folge erzählen. Und dann hier an dieser Stelle einmal Schluss machen. Und dann haut rein, Leute. Bis dann, Bis nächstes Mal. ciao. Tschüss.